Hallo und herzlich willkommen zu meinem Tutorial. Heute zeige ich Ihnen, wie Sie Credimill komplett von Ihrem Computer entfernen können. So fangen wir an. Zuerst stellen Sie sicher, dass Credimill aus Ihrem Hintergrund entfernt ist. Nachdem Sie das getan haben, gehen wir auf Start, Programmzugriff und Standards, Programme ändern oder entfernen, Credimill entfernen. Programm entfernen. Entfernen. Dies könnte jetzt einige Minuten dauern. So, ich habe das Ganze jetzt mal vorgespult. So, nun wird das geschlossen. Wieder auf Start, auf Ausführen. Geben hier Regedit ein. Auf OK. So, dann klicken Sie auf diesen Ordner, HK Current User. Auf Software, in Credimail und dieser Ordner wird gelöscht. Das können Sie dann wieder schließen. Dann auf HK Users. Bei mir ist das jetzt unter dieser Nummer S1518. Dann auf Software und in Credimail wieder entfernen. Bei Ihnen könnte es auch unter einer anderen Nummer stehen. Nachdem wird das auch wieder geschlossen. Dann auf Suchen. Nach Dateien und Ordnern. Hier geben Sie jetzt in Credimail ein und dann auf Suchen. So, dann hat er den ganzen Computer durchsucht und dieses können Sie jetzt alles markieren und auch entfernen. Ja, alle. So, nachdem Sie das getan haben, sollte Ihr Computer komplett in Credimail frei sein, letztendlich noch den Papierkorb leeren und dann sollte alles runter sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.